Die Sicherheitskontrollen, das Gerichtsprozedere, all das kennt Gustl Moller zur Genüge. Wieder einmal ein Prozess, das nächste Kapitel in einer schier unendlichen Geschichte um sein Recht. Er ist keine unumstrittene Person und das wohl bekannteste Justizopfer in Deutschland. Ich habe ja letztendlich alles verloren, was ich hatte. Und da ist eine Existenz im Moment noch zerstört. Diesmal also ein Zivilprozess vor dem Landgericht München I gegen den Freistaat Bayern. Herr Mollert macht Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche gegenüber dem Freistaat Bayern geltend. In der Klage beziffert Herr Mollert seine Ansprüche auf einen Betrag von rund 1,8 Millionen. Mollerts Fall beginnt als Ehekrieg. 2002 zeigt ihn seine damalige Frau an. Sie wirft ihm vor, er habe sie mehrfach geschlagen und misshandelt. Mollert hingegen behauptet, seine Frau wolle ihn aus dem Verkehr ziehen, wisse er doch von ihren Schwarzgeldgeschäften im Dienste der Hypovereinsbank. Jetzt erstattet auch er Anzeige gegen sie, doch ihm glaubt niemand. Stattdessen wird er 2006 vor dem Nürnberger Landgericht als schuldunfähig eingestuft und als Gefahr für die Allgemeinheit. Der Richter ordnet eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Von dort meldet sich Mollert per Video auf YouTube. Das Wahnsinnige bei der Geschichte ist folgendes: Ich wurde diskreditiert, ich wäre verrückt und letztendlich in bayerischen psychiatrischen Anstalten regelrecht verräumt. Erst später zeigt ein interner Prüfbericht der Bank, dass Mollerts Aussagen zu den diffusen Geldgeschäften im Kern zutreffend waren. Und es kommt heraus, dass das Attest, das die Verletzungen von Mollerts Frau belegen soll, formaljuristisch nicht haltbar ist. Immer lauter werden nun die Stimmen, die eine Freilassung von Gustl Mollert fordern. Auch ein Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags befasst sich mit dem Fall und bringt gravierende Fehler der Behörden zum Vorschein. Das ist im Grunde der Skandal, der in den ganzen ruht. Denn Justitia hat nicht nur eine Augenbinde hier gehabt, sondern auch Ohrenstöpsel. Nach etlichen Anläufen 2013 die Entscheidung, der Fall Mollert wird neu aufgerollt. Am 6. August kommt Gustl Mollert nach mehr als 7 Jahren in der Psychiatrie frei. Ja, ich muss mir jetzt erst einmal orientieren. Ich habe auch darauf hingewiesen, ich habe ja seit ich untergebracht bin kein Ausweisdokument, nichts. Ein Jahr später das Wiederaufnahmeverfahren. Das Gericht sieht es am Ende zwar als erwiesen an, dass Mollert seine Frau geschlagen hat. Dennoch wird er wegen möglicher Schuldunfähigkeit freigesprochen. Mollert ist unzufrieden. Den Tatvorwurf gegenüber meiner früheren Frau, den möchte ich nicht auf mir sitzen lassen müssen. Als Entschädigung für die 2747 Tage, die Mollert zu Unrecht in der Psychiatrie saß, hat der Freistaat Bayern 170.000 Euro angeboten. Selbstverständlich ist das bayerische Staatsministerium der Justiz auch weiterhin an einer gütlichen Einigung interessiert. Diese muss aber auch rechtlich vertretbar sein. Eine gütliche Einigung will auch Gustl Mollert. Doch das Angebot lehnt er ab. Die Summe decke seinen entstandenen Schaden bei weitem nicht. Es gibt ein Gesetz für zu Unrecht erlittene Haft, das den Schadensersatz auf 25 Euro pro Tag begrenzt. Das ist ein Saustall sondersgleichen. Die Kammer hat signalisiert, dass sie diese gesetzliche Grenze nicht beachten wird. Nun ist es also am Gericht zu entscheiden, welche Entschädigung für mehr als 7 Jahre Psychiatrie angemessen ist. Heute sei der Tag des Glücks, sagt Gustl Mollert. Er hoffe, dass es ihm diesmal hold ist.